Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video, in dem ich auch über ein spannendes Thema spreche, warum Finanzberater nämlich heutzutage nicht mehr unbedingt zum Kunden fahren müssen, wie es nämlich traditionell so üblich war. Heißt, es ist halt möglich, dass du nicht mehr zum Kunden fahren musst. Denn früher war es so, du musstest als Finanzberater zum Kunden reisen, um dort Beratungsgespräche durchzuführen. Doch mit den Fortschritten in der Technologie und der digitalen Kommunikation haben sich dort einige Möglichkeiten verändert. Deswegen lass uns jetzt gemeinsam anschauen, wie du als Finanzberater effizienter arbeiten kannst, ohne ständig unterwegs sein zu müssen. Zuallererst sind es virtuelle Meetings. Dank der Entwicklung von Videokonferenzen wie über Zoom, Skype oder Google können Finanzberater ihre Kunden jetzt ganz einfach online beraten und auch abschließen. Heißt, virtuelle Meetings ermöglichen es dir, Zeit und Kosten für die Anreise zu sparen. Denn Beratungsgespräche können jetzt bequem von zu Hause oder vom Büro ausgeführt werden, ohne dass lange Fahrten auch erforderlich sind. Als zweites dienen Online-Plattformen und Tools dazu. Heißt, es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Online-Plattformen und Tools, die dir dabei helfen, deine Kunden effizient zu betreuen. Durch den Einsatz von Kundenportalen oder Finanzmanagement-Apps kannst du als Berater Informationen und auch Ressourcen dahingehend online bereitstellen. Kunden können so ihre Finanzdaten hochladen, Fragen stellen und den Fortschritt ihres Portfolios verfolgen, ohne persönlich vor Ort sein zu müssen. Drittens, digitale Dokumente und E-Mail-Signaturen. Früher musstest du als Finanzberater Dokumente physisch ausdrucken, unterzeichnen lassen und wieder zurückgesandt bekommen. Heute können diese Dokumente digital erstellt, elektronisch unterzeichnet und auch sicher übermittelt werden. Dies spart vor allem Zeit und Aufwand für beide Seiten. Heißt, Finanzberater können Verträge, Anträge und andere Unterlagen schnell und effizient online verwalten. Als viertes gibt es die Bildschirmfreigabe und Online-Präsentation. Dank der Bildschirmfreigabe kannst du deinen Bildschirm mit deinen Kunden in der Beratung teilen. Dies ermöglicht es dir, wichtige Informationen, Grafiken oder auch Präsentationen direkt während des Meetings zu zeigen. Durch diese interaktive Online-Präsentation können die Kunden so in Echtzeit mitarbeiten und auch Fragen stellen, als wären sie physisch anwesend. Und als fünftes gibt es die Aufzeichnung und Nachbereitung. Ein weiterer Vorteil der digitalen Beratung ist es nämlich die Möglichkeit, die Sitzung auch aufzuzeichnen. Finanzberater können dann diese Gespräche speichern und ihren Kunden dann im Nachgang zur Verfügung stellen. Dadurch haben nämlich Kunden die Möglichkeit, die Beratung später nochmal erneut anzusehen und auch nochmal wichtige Details nachzuziehen. Und diese Flexibilität ermöglicht es den Kunden, ihr Wissen aufzubauen und auch bessere Entscheidungen zu treffen und die Stornoquoten dadurch auch zu minimieren. Wichtig, dafür ist natürlich die Einwilligung deiner Kunden wichtig. Heißt, Fazit, in der heutigen digitalen Ära müssen Finanzberater nicht mehr ständig zum Kunden fahren, um effektive Beratungen zu bieten. Virtuelle Meetings, Online-Plattformen, digitale Dokumente, Bildschirmfreigaben und Aufzeichnungen ermöglichen es dir, effizienter zu arbeiten und deine Kunden trotzdem so gut zu betreuen. Und so hast du entweder mehr Zeit für die Familie oder mehr Zeit, um es noch weiter in deinen Vertrieb zu optimieren. Wenn du erfahren willst, wie du als Finanzberater nicht nur online neue Kunden gewinnst, sondern auch deine Kunden schlichtwegs digital berätst und auch online danach weiterhin betreust, dann trag dich gerne ein für dein kostenfreies Erstgespräch und abonniere auch gerne die Glocke hier, folge meinem Kanal und ganz wichtig, schau auch weiterhin rein, sodass du keines der weiteren Videos verpasst.